Dieses Wort gilt besonders für jene von euch, die kurz vor dem Durchbruch stehen, aber derzeit mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Der Herr sagt zu euch: Meine geliebten Kinder, widersteht. Leistet dem Bösen Widerstand. Ganz besonders, wenn ihr provoziert werdet, etwas Schlechtes zu sagen oder zu tun, oder wenn jemand euch in einen Streit verwickeln will, der Herr sagt: Widersteht. Zu widerstehen heißt, standhaft zu bleiben, einer Versuchung nicht zu erliegen. Du wirst in Kürze so viel Segen empfangen und dein Leben wird dadurch von Grund auf verändert und verbessert, und dann wirst du erkennen, dass all diese Schwierigkeiten nichts anderes waren als Taktik des Feindes, um dich dazu zu bringen, dass du strauchelst und hinfällst. Du wirst dann erkennen, dass er dich davon abhalten wollte, auf Gott zu vertrauen, sodass du geistig nicht in der Position bist, all diese wunderbaren Veränderungen, die Gott dir schenken will, in Empfang nehmen zu können. Apostel Paulus schreibt im Brief an die Galater: Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Im Brief des Jakobus steht es: Ordnet euch also Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Im ersten Brief des Petrus steht es: Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Gott segne euch.